Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ihr werdet euch heute hier wundern, dass hier am Mittwoch die Herzen liegen. Und zwar habe ich mich heute für ein Liebesorakel entschieden, weil ich mir noch ein paar Tage Auszeit gönne. Also wir sehen uns dann circa Anfang August wieder. Und da ich ja weiß, dass es euch brennend interessiert, was denn so in der Liebe los ist und wie es da weitergeht, habe ich mich heute dafür entschieden, das Orakel zu machen, Mein Weg zu dir. Wo wir schauen, wo du dich auf dem Seelenpartnerweg befindest, wo sich dein Gegenüber auf dem Seelenpartnerweg befindet, wie es für euch beide weitergehen kann, soll und darf. Und es ist wie immer ein allgemeines Orakel, meine Lieben, es kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Ein Seelenpartner kann jemand sein, mit dem du schon zusammen bist. Das kann ein Wunschpartner sein. Das kann vielleicht auch jemand sein, den du nur einmal getroffen hast oder auf den du schon lange wartest. Also schau da bitte auf deine Situation und dreh dir das dann bitte um. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo du dich denn gerade auf dem Seelenpartnerweg befindest. Und dann haben wir hier die vier der Schwerter, den Page der Stäbe, die zehn der Kelche und den Narren. Also, in deiner Vergangenheit oder vielleicht auch noch bis heute hast du dich sehr damit beschäftigt, dich zu heilen, dich in Heilung zu begeben, alte Dinge aufzuarbeiten und diese Zeit auch genutzt, um dich dann auszuruhen. Denn so eine Heilung zieht auch energetisch sehr viel und sehr körperlich. Also es kann durchaus sein, dass du dich zurzeit sehr müde fühlst, sehr schlapp fühlst, sehr erledigt und kaputt fühlst und dass du eigentlich jede Sekunde dafür nutzen möchtest, um zu schlafen, weil diese Heilung, die du hier vorgenommen hast, wie auch immer du das gemacht hast, ob du eine Beratung besucht hast, einen Coach, einen Therapeut, ob das eine spirituelle Heilung war, ob du das irgendwie alleine gemacht hast und ans Universum abgegeben hast, also das kann hier jedwede Situation sein. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass du sehr viel an dir gearbeitet hast, sehr viel unternommen hast, um die Vergangenheit zu bereinigen, um mit der Vergangenheit Frieden zu schließen, um dich mit der Vergangenheit zu versöhnen und hier Heilung reinzubringen und auch zu vergeben. Jetzt sage ich wieder meinen Lieblingssatz: Vergebung bedeutet nie Einverständnis mit der Tat. Vergebung bedeutet immer, dass deine Seele Ruhe finden darf. Und das sehe ich hier mit dieser Karte. Also hier ist sehr, sehr viel passiert. Ihr habt hier sehr, sehr viel unternommen. Euch auch von alten Glaubenssätzen verabschiedet, von alten Situationen, die euch widerfahren sind in der Kindheit, in der Jugend, in vergangenen Verbindungen. Und jetzt braucht ihr hier die Zeit, um euch auszuruhen, dass sich diese Heilung integrieren kann in euren Körper, in euren Geist und in eurer Seele. Sehr, sehr schöne Karte, sehr, sehr schöne Energie. Also ich sehe hier jemand, der viel gearbeitet hat und dadurch so richtig kaputt ist. Also ist so ein Gefühl, könnt ihr euch vorstellen, wenn du den ganzen Tag auf dem Bein warst und mit deinen Händen gearbeitet hast, körperlich gearbeitet hast, dann bist du abends total groggy, willst einfach nur unter die Dusche und schlafen. Und so sehe ich das hier. Also hier wurde ganz, ganz viel an sich gearbeitet und an der persönlichen Heilung gearbeitet. Und es kann sein, dass eine Person in deinem Leben, der Page der Stäbe, was ein Feuerzeichen ist, was für Widder, Löwe oder Schütze stehen kann, hier dich unterstützt hat oder diese Heilung mitbekommen hat und jetzt wieder in dein Leben kommt oder schon in deinem Leben ist.
und dich auch bei dieser Heilung unterstützt hat. Also entweder hat dich diese Person bei dieser Heilung unterstützt oder jetzt, wo diese Person die Energie merkt, dass du in Heilung gekommen bist, kommt diese Person mit einem Impuls, mit einem Angebot in dein Leben. Der Porsche der Stäbe, das ist ein Feuerzeichen, bringt viel Leidenschaft mit, viel Kreativität mit, viel Impulsivität mit, viel, ja, viel Feuriges, also viel Tatendrang, viel Unternehmungslust. Und als würde dieser Page der Stäbe spüren, dass hier Heilung passiert ist. Im Herzen, in der Seele, im großen Ganzen. Ne? Und sich jetzt hier auf den Weg machen kann und ja, diese leidenschaftlichen, feurigen Impulse und Angebote mit dir teilen möchte. Der Page der Stäbe, das kann eine jüngere Energie sein. Es kann sich aber auch um einen Menschen handeln, der vielleicht schon 60, 70 ist, aber trotzdem noch sehr jugendlich und sehr jung wirkt. Na? Also hier ist ein junger Esprit. Es gibt ja solche Menschen, die sehen ewig lange jung aus. Und so habe ich das hier. Na? Und mit den 10 der Kelchen fühlst du dich gerade sehr, sehr wohl mit dir, mit deinem Zuhause, mit deinem Umfeld. Das kommt natürlich auch durch diese Heilung. Also es kann sein, manche sind hier schon durch und für diejenigen ist es schon da oder manche sind hier noch davor oder mittendrin, dann kommt das ja erst noch. Ne? Du fühlst dich sehr wohl gerade mit dir, bei dir, in dir. Das Haus hier kann auch für dein Herz und für deine Seele stehen, kann aber natürlich auch für deine Wohnung, für dein Haus stehen. Du triffst dich hier mit Menschen, mit denen du dich wohlfühlst. Das ist ja so eine Karte, ich habe das glaube ich schon in dem letzten Orakel gesagt, Frauen brauchen Frauen und Männer brauchen Männer, um zu heilen. Und so sehe ich das ja, als würdest du dich mit Freundinnen treffen, so einen Frauenkreis besuchen, wo man so Sachen macht, wie wir das vor vielen 100 Jahren gemacht haben, wo wir gemeinsam am Feuer saßen und was gebastelt haben, in Tischschmuck gebastelt haben, gestrickt haben, genäht haben. So sehe ich das hier, so eine Frauenrunde, wo viel, wo es eigentlich nicht ums Arbeiten geht, aber um das Zusammensein, um zusammen etwas zu kreieren, um zusammen etwas zu gestalten. Ja. Und hier fließen die 10 der Kelche schon fast über. Also hier ist auch ganz, ganz viel Honig drin. Hier schwirren die Bienen ringsrum. Also diese Kelche sind hier gefüllt. Hier ist auch ganz viel Freude, ganz viel Glück, ganz viel Harmonie, ganz viel Geborgenheit. Ne? Und es kann durchaus sein, dass das mit diesem Page der Stäbe hier einhergeht. Ne? Dass du mit diesem Page der Stäbe hier ins absolute Glück kommst, ins absolute Wohlbefinden, weil du dich hier selbst in Heilung gebracht hast und das ganze Umfeld profitiert davon. Wenn es dir nämlich gut geht, dann ist auch das Außen, das spiegelt dir das wieder, ne? Also dann hast du schöne Begegnungen mit Freunden, auf der Arbeit, es ereignen sich positive Dinge und Situationen in deinem Leben, positive Überraschungen. Also es fühlt sich einfach rund an, es fühlt sich einfach glücklich an, harmonisch und geborgen an. Und mit dem Narren kommen hier immer wieder positive Neuanfänge in deinem Leben, die auch so einen gewissen Zauber mit sich bringen. Also es kann durchaus sein, dass diese Person, dass du mit dieser Person schon länger zu tun hast, und dass es da vielleicht auch eine kleine Pause gab, weil die 4 der Schwerter sprechen hier ja auch für Stillstand, um im Stillen zu heilen. Und wenn dann diese Person wieder in dein Leben kommt oder wieder in dein Leben gekommen ist,
dann fühlt sich das ja an, als würden immer wieder so mit diesen 10er-Kelchen immer wieder positive Neuanfänge gestartet werden, dass hier immer wieder was dazukommt. Also, dass man hier auch immer wieder etwas Neues, Überraschendes, Zauberhaftes erlebt. Na, das ist wie so eine Zirkusdarstellung, wo hier aus dem Hut gezaubert wird und wo man gar nicht richtig weiß, wie einem geschieht, aber wo man sich ganz toll unterhalten fühlt. Das ist wie so ein Entertainment, was da gerade in deinem Leben passiert. Na, also hier passieren ganz, ganz zauberhafte, schöne Dinge, die Leichtigkeit bringen, die Neuanfänge bringen. Vielleicht auch im beruflichen und wohnlichen Bereich, weil ich hier so das Haus explizit auf dieser Karte habe. Das kann es durchaus auch anzeigen. Also, dass hier sehr schöne, leidenschaftliche Impulse von außen kommen und das alles, weil du dich geheilt hast. Also sehr, sehr schöne Energie hier. Und für dich kommt natürlich nur die Energie der 10 Kelche in Frage, wo du dich wohlfühlst, wo deine Werte, Wünsche und Bedürfnisse geachtet und wertgeschätzt werden, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo man sich respektvoll und freundlich begegnet und wo hier diese Kelche gefüllt sind, wo viele Ressourcen drin sind, wo viele schöne Ereignisse drin sind, wo viele Talente drin sind, wo viele Begebenheiten miteinander drin sind. Und das ist ja genau so. Also hier ist ja auch dieser Halbkreis aufgebaut, wie hier bei dem Narren. Hier wird immer wieder etwas Neues, Zauberhaftes entdeckt in dieser Verbindung. Ne? Also sehr, sehr schöne Energie bei dir, in der du dich gerade befindest. Und ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr das hier mit der Heilung so durchgezogen habt und so sehr an euch arbeitet. Also wirklich Chapeau, da ziehe ich den Hut vor euch. So, und unterm Kartendeck haben wir die 3 der Münzen. Also hier wird daran gearbeitet, an dieser Verbindung. Das kann auch als zu der Verbindung zu dir selbst stehen. Und um Verbindungen und Situationen neu zu entdecken und auf eine neue Stufe zu heben und ja, hier immer weiter zu verfeinern und miteinander daran zu arbeiten, dass alles so wird, wie man das möchte. Ne? Dass man sich hier auch im Ausgleich befindet, dass man sich hier in der Balance befindet, auf Augenhöhe und diese Verbindung, auch die Verbindung zu dir selbst, immer wieder gut betrachtest und wenn es ja etwas zu ändern gibt, zu lösen gibt, zu heilen gibt, dann gehst du das an und arbeitest daran. Also sehr, sehr schöne Energie bei dir und da bin ich mal gespannt, wer hier resoniert. Ihr könnt mir das gerne unten reinschreiben. Also sehr, sehr schöne Energie, in der ihr gerade seid. So, dann schauen wir mal bei eurem Herzensmenschen. Dann habe ich hier die 7 der Münzen. Dann habe ich hier den Page der Kelche. Dann habe ich hier die 7 der Kelche, die 5 der Stäbe und die 2 der Stäbe. Also, dein Herzensmensch ist gerade dabei, endlich das zu ernten, auf das er so lange gehofft hat, sich gewünscht hat und was hier vielleicht vorher nicht möglich war, zu ernten und zu geben. Na? Also jetzt ist die Zeit reif, endlich diese Ernte einzufahren. Vielleicht auch durch deine Heilung. Wir sind ja alle energetisch verbunden, ne? Und durch diese Heilung in dir kommt ja auch Bewegung rein. Endlich das auch für sich zu ernten, was vorher nicht möglich war, ne? Gefühle, Emotionen, Selbstwert, Selbstliebe, seine Wünsche, Werte und Bedürfnisse hochzuhalten. Solche Dinge sind dann hier im Korb und werden im Körbchen zu dir gebracht.
Na, also so nehme ich das ja wahr. Es hat eine ganze Weile gedauert, bevor man überast hier diesen Busch gefunden hat, wo diese Münzen schon lange auf Ernte warten. Na, und jetzt ist es endlich an der Zeit, hier das Körbchen vollzupacken und es mit dir zu teilen. Diese Früchte, die hier im Körbchen liegen. Ja. Und mit dem Page der Kelche, was für ein Wasserzeichen steht, es kann für Fische, Krebs oder Skorpion stehen, aber es kann auch einfach nur diese Energie wiedergeben, ist in diesem Körbchen viel Gefühl drin, viel Emotion drin, viel Komplimente drin, vielleicht auch eine Entschuldigung. Vielleicht ist auch hier etwas drin, was dir nicht so gefällt oder mit dem du nicht so gut klarkommst, was aber zu dieser Person gehört. Ne, das kriege ich auch noch rein. Also hier ist jemand sehr leidenschaftlich und deswegen kann es auch sein, dass der Page der Stäbe und der Page der Kelche für eine Person stehen. Und die liegen ja auch untereinander. Also es kann durchaus möglich sein, dass hier jemand sehr eine leidenschaftliche Emotion hat. Na, also hier tost ja auch das Wasser. Also hier hat jemand eine sehr leidenschaftliche Emotion. Hier möchte dich auch jemand am liebsten mit Haut und Haaren auffressen. So kriege ich das ja rein. Kann auch manchmal besitzergreifend sein, wo du dann für dich ruhig einen Stopp reinhauen kannst. Ja, aber sonst ein sehr stolzes Gemüt kriege ich hier rein. Auch wieder diese jugendliche Energie, weil wir wieder den Porsche haben. Wie gesagt, es kann auch jemand sein, der 60, 70 ist, aber halt diesen jugendlichen Spirit hat, diesen jugendlichen Esprit. Ne? Aber der Kelch ist ja trotzdem gefüllt. Auch wenn hier der Fisch für etwas steht, was dir vielleicht nicht so passt an diesem Menschen. Aber ich krieg rein, das gehört zu diesem Menschen. Und entweder bist du so in deinem Selbstwert und in der Selbstliebe, dass du das annehmen kannst, weil du hast sicherlich auch Sachen in deinem Kelch, die die Person vielleicht auch nicht so mag, aber in der Liebe kommt es ja darauf an, den anderen so anzunehmen, wie er ist und ihn nicht verändern zu wollen. Und wenn das für dich gar nicht geht, dann ist es auch nicht die richtige Person. Na? Und mit diesem Fisch hier wird auch nicht hinterm Berg gehalten. Also es wird hier offen und ehrlich gezeigt, wie man ist. Kriege ich hier noch rein. Also es wird hier dir nicht irgendwas vorgemacht. Es ist jemand, der ist ehrlich, der zeigt ja auch diesen Fisch. Was auch immer das ist, das kann ich jetzt so hier nicht rauslesen. Aber es ist sehr viel Impulsivität da in diesen Emotionen. Ja, es kann sein, dass jemand sehr eifersüchtig ist, dass jemand, obwohl er eifersüchtig ist, hier auch gerne andersweitig flirtet. Und wenn du das aber machst, wird es dir vorgeworfen, obwohl es diese Person auch macht. Also sowas kriege ich rein. So ein bisschen hier so ein so kleine Mind Games werden hier gespielt. So ein bisschen so ein so ein Battle. Na, also das ist ja so eine impulsive Emotionalität habe ich hier. Die kann sehr sanft sein, die kann aber auch wild tosen. Also so kriege ich das hier. Und dein Herzensmensch ist hier aber sehr verwirrt, was gerade gefühlsmäßig auf ihn einprasselt. Verwirrt und Chaos im Kopf und
nicht wirklich erkennen, was ist denn hier die Wirklichkeit? Ist es eine Illusion? Träume ich das? Für welchen Kelch entscheide ich mich denn? Aber hier wird auch ein bisschen die Hand so vors Gesicht gehalten, dass man hier die Sonne nicht sieht. Also die Sonne überstrahlt dann hier diese Wolken und dann kann man hier genau erkennen, was in diesen Kelchen drin ist und für welchen Kelch man sich denn schlussendlich dann entscheidet. Also hier ist ziemliche Verwirrtheit im Kopf und im Herzen deines Gegenübers und das spiegelt auch die nächste Karte mit den 5er Stäben. Also hier ist Chaos und Konflikt, hier ist Gerangel, hier gibt es Streitereien, hier gibt es Diskussionen, hier gibt es Auseinandersetzungen und die eigentlich gar nicht sein müssten. Aber das kann auch dadurch herrühren, weil man hier ewig, ewig lange diesen Busch nicht gesehen hat und hier nichts ernten konnte. Und dass es jetzt endlich an der Zeit wird, hier Stabilität und Sicherheit im Gefühlsbereich, im Bindungsbereich reinzubringen. Und das macht man halt vielleicht manchmal sehr forsch, ne, und mit viel Getöse, obwohl man hier eigentlich sehr, sehr sanftmütig ist. Ne, und auch eine sehr sensible und zärtliche Seite hat. Aber diese Person denkt vielleicht, wenn ich hier laut bin und mit viel Getöse und mit viel Tamtam, dann komme ich hier eher ans Ziel. Und erkennt vielleicht auch durch Verwirrung, Verwirrung ist immer gut im Kopf, dass hier vielleicht mal ein Gang runtergeschalten werden darf und hier bisschen sensibel an die Sache rangegangen werden darf, ohne diese Chaos- und Konfliktkarte, ohne diese ständigen Diskussionen, ohne dieses ständige Gerangel, ohne diese ständigen Dispute und Streitereien und Diskussionen über Diskussionen. Denn man weiß eigentlich, wohin man möchte. Man weiß eigentlich, wie die Welt für sich aussehen soll. Ne? Also man weiß ganz genau, was man möchte, wo man in Zukunft hin möchte, wie die Welt im Inneren und im Außen aussehen soll, damit man glücklich ist. Ne? Also man schaut hier in die Ferne, man schaut hier ins Licht, man schaut hier in den Sonnenaufgang und erkennt hier sein Ziel. Erkennt hier seine Wünsche und Bedürfnisse. Und der nächste Schritt wäre dann darauf zuzugehen. Na? Also bei deinem Herzensmenschen noch etwas Verwirrung und Chaos im Kopf und im Herzen. Und unterm Kartendeck habe ich hier den Stern. Der Stern kann für Wassermann stehen. Wie gesagt, kann, muss aber nicht. Das kann einfach nur diese Energie repräsentieren und der Stern steht auch für Klarheit und Heilung. Also hier kommt entweder eine Person, die diese Energie repräsentiert, oder du bist es, die hier Klarheit in diesem Chaos, in diese Illusionen, in diese Verwirrung bringt. Und hier kommt auch ganz, ganz viel Heilung. Hier kommt praktisch der Ausgleich rein im Gefühlsbereich, im emotionalen Bereich. Und hier wird immer mehr Licht erkannt und immer mehr Licht kommt in diese Situation deines Herzensmenschen. Also hier ist auch ganz stark Heilung angezeigt und das kann, wie gesagt, mit deiner Heilung zusammenhängen. Wenn du dich hier bewegst und etwas für dich heilst und in Heilung bringst, dann ist es im Feld, dann ihr seid ja energetisch verbunden und dann kann auch hier Heilung geschehen. Dann wird auch hier Heilung angestoßen und dann kommt auch hier Klarheit in diese Situation rein. Ne? Also hier wird auch sich immer mehr und mehr aufs Licht fokussiert, auf die Zukunft fokussiert, wo es denn hingehen soll. Na, also hier ist jemand noch ein bisschen verwirrt, aber trotzdem im Tun, in der Bewegung.
Ja. So, und dann schauen wir mal, wo es denn für euch beide zusammen hingehen darf, hingehen kann, hingehen soll. Dann haben wir hier wieder die 7 der Münzen. Dann haben wir hier die 3 der Kelche. Dann haben wir hier den Gehängten. Und dann haben wir hier die 2 der Schwerter. Und ich würde gleich mal im Kontext noch die Lennon-More-Karten dazu nehmen. Dann habe ich hier die Mäuse. Dann habe ich den Bär. Dann habe ich hier die Wege. Und dann habe ich hier den Mond. Also, meine Lieben, die 7 der Münzen und die Mäuse. Als erstes, was mir hereinkommt, hier hat jemand Angst, etwas zu verpassen. Also hier gibt es was schon lange auf sich wartet. Also wo du schon lange drauf wartest, dein Gegenüber schon lange drauf wartet oder wo ihr beide schon lange darauf wartet. Und entweder du, dein Gegenüber oder ihr beide habt Angst, etwas zu verpassen. Also es kann durchaus sein, wenn diese Geschichte schon ewig geht und hier geht ewig nichts voran, hat einer von euch beiden Angst, dass es hier sich auflösen könnte, dass es hier in die Brüche gehen könnte, dass hier niemand mehr im Tor wartet. Und hier kommt aber jemand auf den letzten Drücker angerannt. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein oder ihr rennt beide auf euch zu, aufeinander zu. Und da ich ja aber bei deinem Gegenüber hier nochmal die 7 der Münzen habe und hier schon im Körbchen geerntet wurde, kann es sein, dass es dein Gegenüber hier mit der Angst zu tun bekommt und denkt, wenn ich mich jetzt hier nicht auf den Weg mache, ist alles verloren und dann steht hier niemand mehr am Tor und wartet auf mich. Also hier ist eine Angst da, etwas zu verpassen. Etwas nicht mehr zu bekommen, etwas nicht mehr ernten zu können, mit etwas nicht mehr weitermachen zu können. Wie gesagt, die Angst kann bei dir sein, die Angst kann bei deinem Gegenüber sein. Und das bringt hier aber, diese Angst bringt hier Bewegung rein. So, dann habe ich hier die 3 der Kelche und den Bär. Also, ich habe hier eine Person, die Bestätigung von außen braucht durch andere Personen. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein, das könnt ihr beide sein. Durch diese Aufmerksamkeit von außen. Ich sage ja immer, wer viel Aufmerksamkeit von außen braucht, ob das im Sinn von Flirten ist, ob das im Sinne von Kommunikation ist, dass man immer die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn man irgendwo ist und immer laut spricht und alle unterhalten möchte. Dann ist diese Person, braucht diese Aufmerksamkeit, weil sie sich diese Aufmerksamkeit im Inneren nicht selbst geben kann. Na? Also ich habe hier Personen im Außen, die ja, die diese Person hier noch braucht. Ich sage noch braucht, um sich hier stark zu fühlen, um sich hier kraftvoll zu fühlen, um sich hier männlich zu fühlen oder hier sich wirklich weiblich zu fühlen, weil man sich das selber noch nicht geben kann. Sucht man sich diese Aufmerksamkeit im Außen, ne? Also wenn du dich jetzt fragst, na, warum reiche ich denn nicht? Das hat nichts mit dir zu tun. Niemand kann so viel Energie geben, weil hier nichts da ist. Es muss aus einem selbst herauskommen, dass man sagt, also mich interessiert es eigentlich null, was andere Menschen denken. Ich bin ich und ich bin gut so, wie ich bin und ich liebe mich so, wie ich bin. Dann kriegst du natürlich auch Aufmerksamkeit von außen, aber da ist ein ganz anderer Background dahinter. Na? Dann sehen die Menschen dein Licht, dann schauen die zu dir auf, dann
hast du eine ganz andere Energie als dieses Ziehen. Und im Grunde ist es ja dann auch so, diese Personen, die hier darauf einsteigen, auf diese Aufmerksamkeit, brauchen ja auch diese Aufmerksamkeit. Das ist ja wie ein Spiegel, ne? Also hier nochmal schauen auf dich, auf dein Gegenüber oder ihr beide, wo es hier vielleicht noch was gibt, wo man das von außen nicht mehr braucht. Wo man gut bei sich ist, gut in seine Kraft kommt, gut in seine Stärke kommt. Es kann auch sein, dass in der Vergangenheit das so immer gemacht wurde. Und dass man das jetzt erkannt hat, weil man hier ja, man geht hier ja noch nicht durch diese Tür. Das ist ja hier wie ein Bordell dargestellt in diesem Romantic Tarot. Und man wirft hier noch einen Blick zurück und fragt sich, brauche ich denn das noch? Oder bin ich mir selber genug? Und dreht sich um und geht. Also wir wissen hier ja nicht, ob diese Person durch diese Tür geht. Und wenn diese Person hier nicht durch diese Tür geht, sondern sich umdreht und geht, dann entsteht hier etwas ganz, ganz Kraftvolles. Dann kommt hier jemand in seine Stärke, dann kommt hier jemand in seine Emotionen. Dieser Bär steht ja hier knietief im Wasser. Auch wieder mit einem Fisch im Maul, wo ich sage, hier gibt's was, was dir an dieser Person nicht gefällt und nicht schmeckt. Aber das ist was, das gehört zu dieser Person. Das geht auch nicht weg. Also, da darfst du dich anfreunden damit. Ja, also, es kann durchaus sein, dass diese Person erkennt, in dem Moment, wo man das wieder machen will, diese Aufmerksamkeit von außen holen, in Form auch von anderen Personen, Flirten etc., einem das hier bewusst wird und man hier nicht durch diese Tür geht, weil man hier schon so oft durch diese Tür gegangen ist und sich umdreht und geht und hier in die Kraft und in die Emotionen und in die Gefühle kommt. Und es wäre also wieder ein wunderbarer Schritt der Heilung. Na? So, dann habe ich hier den Gehängten und die Wege. Dadurch, dass hier keine klaren Entscheidungen getroffen werden, stagniert es hier immer in dieser Verbindung. Aber diese Stagnation braucht es, um einem bewusst zu werden, worum es hier geht, um die Energie aufzuschnappen und zu erkennen, okay, wo stehe ich denn gerade, was braucht es denn gerade, damit ich meinen Blickwinkel ändern kann und damit ich alles aus einer anderen Perspektive erkennen kann und damit ich hier klare Entscheidungen für mich treffen kann, in welche Richtung ich denn gehen möchte. Also es kann ja auch durchaus sein, dass du gerade gar nicht weißt, möchte ich denn mit diesem Menschen weitergehen? Und wenn du dich entschieden hast, ja, ich möchte mit diesem Menschen weitergehen, wohin möchte ich denn mit diesem Menschen gehen? Soll das in eine gemeinsame Zukunft gehen, in eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Haus, eine gemeinsame Familie? Möchte ich bei mir wohnen bleiben und soll diese Person bei sich wohnen bleiben und wie ihr das gestalten möchtet und wie ihr euch das ausmalt, das müssen nicht immer riesige Entscheidungen sein, das können auch einfach kleine Entscheidungen sein. Aber dadurch, dass diese Entscheidungen nicht getroffen werden oder darüber nicht kommuniziert wird, findet hier immer Stagnation statt. Also sprecht miteinander, sprecht aus, was ihr denkt und fühlt. In Ruhe, nicht hier Chaos und Konflikt. Und werdet euch darüber einig, findet einen Ausgleich, findet eine Balance, findet etwas auf Augenhöhe, was euch beiden gefällt. Ne? Also erschafft so eine Win-Win-Situation, wo ihr beide füreinander grün leuchtet. Ne? Also so eine Ampel, wo jeder drüber gehen möchte. Ne? Ja, und diese Stagnation.
die hier immer wieder kommt, die ist dazu da, um zu überlegen, um zu erkennen, damit Bewusstwerdung in eure Verbindung kommt, um hier klare Entscheidungen zu treffen. Hier ist ja auch eine Laterne und da geht euch beiden ein Licht auf, ne? Also wenn du jetzt schon so stöhnst und denkst, oh, schon wieder Stagnation, schon wieder Ruhe, schon wieder kein Kontakt, dann kann ich dir sagen, diese Stagnation ist da, damit du Entscheidungen triffst. Und hier haben wir das nochmal. Mit den zwei der Schwertern nicht zu wissen, wohin man gehen möchte. Nicht wissen, wohin ich mit meinem Herz möchte, was ich der Person geben möchte, was ich der Person sagen möchte, wohin ich mit dieser Person möchte. Also hier ist eine Unentschlossenheit da, eine Unklarheit da. Und trotzdem habe ich hier mit dem Mond die tiefen Gefühle. Also es wäre sehr, sehr wichtig in dieser Verbindung hier zu schauen, was sind denn meine Emotionen? Wo fühle ich das denn? Wann fühle ich das denn? Was möchte ich denn in einer Partnerschaft, in einer Liebesverbindung? Und dann hier klare Entscheidungen treffen. Klare Entscheidungen, die aus deinem Herzen herauskommen, aus deiner Seele herauskommen. Und nicht so sehr den Kopf einzuschalten und durch deine Gedanken dein Herz zu durchbohren. Das ist ja völlig fehl am Platz. Also nicht in diese Ratio gehen und immer wieder und immer wieder und immer wieder diese alten Geschichten hervorholen, die hier sicher passiert sind in dieser Verbindung. Einfach hier auf dein Herz hören, auf deine Gefühle hören, auf deine Emotionen hören und hier eine klare Entscheidung zu treffen, wohin es gehen soll, wie es mit euch weitergehen soll und ob es überhaupt mit euch weitergehen soll. Also diese klare Entscheidung darf hier getroffen werden. Ne? Und hört auf euer Innerstes. Hört hier auf euer Herz. Hört, was euer Herz sagt und möchte. Und sprecht es auch aus. Der andere kann nicht in euren Kopf schauen. Sprecht es aus. Auch auf die Gefahr hin, dass euer Herzensmensch sagt, okay, das wird mir jetzt zu viel, ich bin da noch nicht oder ich möchte das nicht. Aber dann hast du es für dich gesagt und dem anderen dargeboten, weil lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, als dass du hier Jahre wartest und immer Hoffnung hast, aber dich nie klar ausgedrückt hast, was du möchtest. Also das ist hier ganz, ganz wichtig. Hör auf deine Emotion, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf deine Gefühle und triff hier eine klare Entscheidung. Entweder für diese Verbindung oder gegen diese Verbindung oder wenn ihr schon in einer Verbindung seid, wo es für euch hingehen darf. Also hier kann es auch um Zukunftsentscheidungen gehen, was ich vorhin schon erwähnt habe mit Wohnung, Haus, Familie oder wie ihr eure Verbindung denn gestalten möchtet. Ne? Weil du bist hier schön aufgestellt. Du bist hier in der Heilung und es geht für dich mit einem wundervollen 10 Kelchen Neuanfang nach vorn. Ne? Und du arbeitest ja auch viel dran. Also ich sehe diese Entscheidungen, dieses Wirrwarr, dieses Hin und Her eher bei deinem Gegenüber. Ne? Und ich sehe aber den Mond hier im Lennomar als kraftvollere Karte als die zwei der Schwerter. Also es kommt mir herein, dass hier die Emotionen gewinnen. Hier gewinnen die Gefühle, die tiefen Gefühle. Sie werden hier angeschaut und sich dafür entschieden. Also das kriege ich hier noch ganz stark rein. So, dann schauen wir hier nochmal unter das Kartendeck. Und dann habe ich hier die 8 der Münzen und die Dame. Mit den 8 der Münzen wird hier an dieser Verbindung
gearbeitet, weitergearbeitet. Hier wird jemand auf Händen getragen, hier wird jemand durchs Wasser getragen, hier wird jemand auch gern hochgehoben und genießt das auch. Also hier ist eine Person, die gerne Stärke präsentiert und hier ist eine Person, die diese Stärke gerne annimmt. Na? Also hier wird der Weg gemeinsam beschritten und die Dame liegt neben dem Mond, neben den tiefen Gefühlen. Also hier wird sich für die tiefen Gefühle entschieden. Und hier wird sich dafür entschieden, weiter an dieser Verbindung festzuhalten, weiter an dieser Verbindung zu arbeiten. Und trotzdem jeder für sich seine Werte, Wünsche und Bedürfnisse hochzuhalten und im Selbstwert zu bleiben, aber trotzdem eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Auch wenn es hier mal Auseinandersetzungen gibt, auch wenn es hier mal Diskussionen gibt, Streit gibt, Gerangel gibt. Ne? Auch wenn es hier mal Stagnation gibt, die es hier aber braucht, damit man Erkenntnisse erhält, um hier Entscheidungen treffen zu können, die mit Gefühlen zu tun haben, mit Gefühlen zu dir zu tun haben. Ne? Und hier läuft man durchs Wasser, hier läuft man durch die Emotionen. Vielleicht sollte diese Person, die hier Huckepack genommen wird, auch mal durchs Wasser laufen. Ne? Und die Gefühle spüren, das Wasser spüren. Na? Also hier gibt sich wirklich jemand in dieser Verbindung ganz, ganz sehr Mühe und möchte den anderen übers Wasser tragen. Es wäre aber wichtig, dass beide Personen durchs Wasser laufen. Na? Dass hier beide nasse Füße bekommen und hier das Wasser spüren, die Emotionen und die Gefühle spüren. Na? Aber ich habe hier jemand, der wird gern hochgehoben. Und ja, der andere präsentiert gern seine Stärke. Und hier ist auch ganz viel Geborgenheit, ganz viel Schutz da, ganz viel Nähe da, auch viel Lachen miteinander. Also hier wird sich dafür entschieden, weiter an dieser Verbindung festzuhalten. Und das sehe ich ja auch hier an dieser Arbeitskarte. Na? Und hier auf dem Weg, wo es hingeht, wird sich für die Gefühle entschieden. Na? Auch wenn hier erst eine Angst da ist, kommt man hier in seine Kraft, kann Entscheidungen treffen. Entscheidungen für die Liebe, für die Gefühle zu dir, ne? Um weiter miteinander zu arbeiten, um weiter die Verbindung voranzubringen, ne? Um die Verbindung auf eine neue Stufe zu heben, um weitere schöne, zauberhafte Neuanfänge miteinander zu starten, die man hier schon manifestiert hat und wo man genau weiß, wo man hin möchte. Ne? Also ich finde es sehr schön, in welcher Energie ihr gerade seid. Bleibt da, bleibt bei euch. Genießt weiter eure Heilung, ruht euch aus, wenn ihr das braucht. Und auf euch wartet eine ganz, ganz besondere, schöne Zeit. Und genießt diese Verbundenheit auch mit euch selbst. Dann kommt auch diese Verbundenheit im Außen. Also sehr, sehr schön. Ne? Meine Lieben, dann freut es mich, dass ihr bisher hier zugeschaut habt. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, dann würde ich mich ganz, ganz sehr darüber freuen. Und wenn ihr dieses Glöckchen hier unten drückt, dann informiert euch YouTube sofort, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ich wünsche euch eine ganz zauberhafte Zeit und wir sehen uns dann ungefähr Anfang August wieder. Mit einem neuen Video von mir. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss.